Zürcher Marathon-Training hat offiziell gestartet. Woche 1 von 12 ist History. Und gleichzeitig habe ich diese Woche auch eine der verschissensten Trainingseinheiten ever gehabt. Nicht nur jetzt auf das Jahr bezogen, sondern einfach ja, ganz ein schlimmes Training. Und zwar bei einer sogar relativ einfachen Einheit. Was ist passiert? Ich habe vor dem Training Süßigkeiten gegessen. Und zwar so saure Zunge, oder wie die auch heissen. Das hat den Blutzuckerspiegel aufgejagt. Und während dem Training ist das Ganze natürlich gleich schnell wieder runtergekommen und noch viel tiefer runtergesunken, runtergekehrt. Und das hat dazu geführt, dass ich eine relativ lockere Einheit nicht einmal fertig machen konnte, vor etwa 30 bis 40 Minuten. Ich musste auf dem Heimweg ein grosses Stück laufen. Und ja, es ist mir eigentlich wirklich schlecht gegangen. Ich habe das Gefühl, es leidet mir jetzt zusammen, was zum Glück nicht passiert ist. Ich bin safe heimgekommen. Ja, was habe ich daraus gelernt? Ganz einfach, ich werde vor dem Training sicher keine so saure Zunge mehr essen. Das habe ich gemerkt, dass das nicht gut tut. Stattdessen werde ich auf das zurückgreifen, weil man weiß ja, mit Ofi kannst du es nicht besser, aber länger.